Hallo, herzlich willkommen bei Konradin Industrie TV hier auf der SBS 2019. Und neben mir steht Benjamin West-Dickenberg, Sales Director Manufacturing für Central Europe bei Datalogic. So ist es. Relativ langer Titel. Was zeigt Datalogic dieses Jahr auf der Messe? Ja, unser komplettes IO-Link-Portfolio, was wir in der Halle 7a bei den Sensoren natürlich zeigen müssen. Ja, ist ja in aller Munde, IO-Link als Teil von Industrie 4.0, aber auch Sicherheitsscanner und Lösungen im Bereich Automatisierungstechnik zur Rückverfolgbarkeit von Produkten. Ja, zum Beispiel Laserbeschriftung und das Auslesen der entsprechenden Markierungen mit Lesegeräten. Ja. Gibt es spezielle Trends, die Sie zurzeit sehen im Markt? Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe, das Thema Traceability bewegt den Markt. Sie wollen heute Teile direkt von der Geburtsstunde, zum Beispiel aus einer Spritzgussmaschine raus, rückverfolgen können. Und das schaffen Sie eben, indem Sie die Teile markieren und dann im Laufe des Produktlebenszyklus auch immer wieder identifizieren können. Und genau das zeigen wir auf unserem Stand. Was Sie noch auf dem Stand zeigen, das wollen Sie uns, glaube ich, jetzt auch noch verraten. Es gibt noch was Spezielles, weshalb sich der Besuch lohnt. Genau, also ein Besuch lohnt sich deshalb bei uns auf dem Stand, weil Sie in sehr kompakter Form in relativ kurzer Zeit einmal durch unsere Produktion geschleust werden. Ja? Wir haben also einen Bereich, in dem wir den Wareneingang darstellen mit unseren spezifischen Produkten, dann durch die Produktion gehen mit potenziellen Kunden. Und die meisten kennen uns eben nur aus bestimmten Bereichen, zum Beispiel aus dem Scanner-Bereich, wo Datalogic einen sehr großen Namen hat, und sind dann überrascht über das, was es noch so zu entdecken gibt. Und nachdem man durch unsere Produktion dann durch ist, kommt man auch noch in den Warenausgang oder ins Warehouse, wo wir unsere ganzen Warehouse-Solutions zeigen. Wir haben auch noch Firmen dazugekauft, wie zum Beispiel die Firma Soredi, die im Bereich der Stapler-Terminals unterwegs ist. Und genau das findet man zum Beispiel im Warenausgangsbereich bei uns. Und deswegen kompakt, schnell, einmal durch und man hat alles mitgenommen. Okay. Gut, klingt spannend. Welche Zielmärkte haben Sie denn so im Visier mit Datalogic? Ja, das Typische weiterhin Automotive, auch wenn es vielleicht in diesen Zeiten überraschend klingt, aber gibt sehr viele spannende Projekte im Bereich E-Mobilität, muss man ganz klar sagen. Ja, auch da ist die Rückverfolgbarkeit wichtig. Ja, aber wie gesagt, auch Electronics nach wie vor ist ein Bereich, in dem wir uns tummeln und wo wir gute Lösungen zu bieten haben. Gut, wir wissen jetzt, warum es sich lohnt, an den Datalogic-Stand zu gehen. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche noch eine schöne Messe. Danke. Danke auch.